Ja, so, da habe ich mal wieder Russisch Roulette gespielt und habe auch gleich eine schöne Brauerei gewonnen. Wer hätte das gedacht? Eine Brauerei, die hat mir noch gefehlt, denn ein Hotel habe ich ja schon. Ja, da bin ich dann gleich mal mit meinem schönen grünen Roller zur Brauerei gefahren, habe die mir mal in aller Ruhe angeschaut. Die Schlüssel bekomme ich aber erst in den nächsten Tagen. Naja, von außen also toll, spitze, also ich war total begeistert, weil das Gebäude ja noch steht und das ist doch immerhin mal was. Gebäude, wo steht, das hatte ich bisher noch nicht, also eine Bodenplatte ist vom Hotel ja da und so ein paar Stäbe und letztes Jahr, wie ich da war, hatten sie alles planiert und Dreck drüber geschoben. Naja, wer weiß, mit dem Hotel, das war also jetzt großes Essig. Naja, auf jeden Fall, die Scheiben sind noch ganz und ich muss halt mal gucken, da, ob man das Label noch irgendwie traden kann. Und dann bringe ich natürlich sofort in der nächsten Zeit dann Bier unter meinem Namen auf den Markt. Das müsst ihr dann alle kaufen und das überall bekannt machen. Es gibt da natürlich keine andere Wahl und das war's jetzt erstmal. Und in der Zwischenzeit habe ich schon mal telefoniert, der neue Sudkessel brauche ich gar nicht. Ich kaufe die Blöre da billig auf dem freien Markt. So wie man mit Mais traden kann, kann man auch mit Bier handeln und da kaufe ich das einfach und jag's durch die Abfüllanlage und schreibe meinen Namen drauf und dann gibt's vielleicht noch was von der EU, weil ich da Arbeitsplätze schaffe und so, das kennen wir ja, also das ist ja spitzenmäßig und naja, die Zutkessel, die male ich dann am Computer nach. Oh ja, sieht doch schick aus, vielleicht kann man da einen Swimmingpool reinmachen und so, wo man sich dann am Wochenende trifft und viel Spaß hat, die Scheiben lassen sich ja bestimmt von innen verspiegeln oder außen oder beidseitig. Naja, das ist doch mal schöne Aussichten für, ja, und die Speisekarte hat mir auch total gut gefallen von der Kneipe nebenan da, die Preise, die sind so gestaffelt da. Ist man dann eher so unter sich und die anderen bleiben draußen und gucken in die Luft? Ja, also mir gefällt's. Ja, die Brauerei, die ist da in Leimen und das ist doch schon mal toll. Leimen ist der total coole Ort da an der Bergstraße. Da scheint viel die Sonne und es gibt tolle Sonnenuntergänge. Also, und ich habe da viel erlebt da schon und habe da ein paar Leute gekannt. Leider habe ich die schon lange nicht mehr getroffen. Aber, also damals da war das alles immer schön und easy und so und es gab immer da, das sage ich jetzt aber nicht da, das geht nur unter vier Augen, aber schon mal spitze hier da, also bald gibt's Bier.